Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Adelantado. Repariere eine Bootswerft. Also reparieren wir mal die Bootswerft, dafür brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Holz, ein bisschen mehr von allen möglichen Krams. Wir wollen aber erstmal hier noch ein Steinmetz hinsetzen, weil hier ist dann die super Steinproduktion. Ne? Zack, zack, zack. Richtig genial, keine langen Wege. Das sind kurze Dienstwege. Das funktioniert schnell. Unser Volk wird aber immer noch, wird immer hungriger, habe ich das Gefühl. Dass es nicht schaden könnte, noch mehr Nahrung aufzubauen. Unser Fischer hier, weiß nicht, wo ist denn die Räucherei? Effizienz, Räucher, also effizient. Die Räucherei ist nicht richtig effizient hier. Hier laufen sie alle rum. Benötigt noch 3. Benötigt 38. Was ist hier los? Wo bleibt unsere Nahrung? Uns fehlt auch fast, also uns goldtechnisch haben wir fast alles. Irgendwie, was ist da los? Unsere Arbeiter auf einmal haben die irgendwie den Dienst quittiert hier. Müssen wir nochmal Arbeiterhäuser upgraden, würde ich behaupten. Das kostet uns ja auch nur Steine und Holz. Wir brauchen ein paar mehr Leute, die Ware von A nach B transportieren. Da sehen wir auf einmal, jetzt haben wir 22. Da kam gerade ein richtiger Schwung rein. Oh, Höhlmenschen. Immer diese Höhlenmenschen. Hier könnten wir schon upgraden, aber wir wollen natürlich hier erstmal weiterkommen im Level. Höhlenmenschen, da kann man direkt hinklicken. Noch mehr zu essen. Da ist noch nicht so viel Platz. Das lohnt noch nicht abzugraden. Das muss mal weg. Da kann man was holen. Da kann man was holen. Repariere das von der letzten Expedition zurückgelassene Lagerhaus. Hier ist das nächste Lagerhaus. Und zwischendurch. Bin ich immer noch dafür, dass wir irgendwie noch mal was für die Nahrung tun. Noch einen Garten hier zum Beispiel hinsetzen. Auch direkt neben das Lagerhaus, das macht auf jeden Fall Sinn. Hier auch das Arbeiterhaus, das ist so voll. Es mangelt uns nämlich gerade einfach an Essen und wir sehen die Zeit, die läuft. Kommandante ist so weit im Vorsprung, hier fehlen uns noch 7 Nahrung. Jetzt nicht mehr, jetzt haben wir die Nahrung. Hier brauchen wir auch nochmal Nahrung zum Reparieren, da kommen wir noch nicht ran. Unser Volk verhungert. Bootsführer. Ihm fehlt noch 2 Gold, oder? Ja, immer müssen wir dem Bootsheini hier das ganze Gold in die Hand drücken. Dann machen wir das hier nochmal schnell weg. Der Fischer holt zumindest ordentlich Fisch raus. Immer noch fehlt uns das Nahrung. Nahrung ist ein Problem bei uns. Aktuell. Gehen wir hier noch einen zweiten Garten hin. Hier vielleicht noch. Ja. Oder mal einen hinsetzen. Und den noch weiter upgraden hier. Alles jetzt erstmal auf. Achtung, Höhlenmensch gesichert. Alles erstmal auf die Nahrungskarte setzen. Lagerhaus brauchen wir nicht. Zusätzlicher Schutz vor Schaden durch Höhlenmenschen. Brauchen wir nicht. Die kriegen wir schon weg. Wäre schön, wenn die Höhlenmenschen auch bei den Gegnern mal ein bisschen was kaputt machen würden. So, reparieren. Nach wie vor fehlen uns jetzt noch 2 komische Gold. Neuer Wachturm. Der
Steine sammeln. Hier, jetzt können wir es upgraden. Jetzt läuft es auch mit der Nahrung. Jetzt können wir hier nochmal wieder upgraden. Mal gucken, was für ein neues Gebiet sich jetzt hier auftut. Hier müssen wir hin. Da wird er wohl jetzt hoffentlich auch noch irgendwo zwei Gold geben. Aber da hinten müssen wir noch irgendwie durch, da kommen wir aber noch nicht hin. Wir den jetzt gleich upgraden, damit wir noch ein bisschen mehr Sichtweite haben. Zu dem müssen wir hin. Guck mal, Verständigung haben wir genug. Oh, nicht schon wieder die Höhlenmenschen. Na. Hat er tatsächlich einmal den Fischereitypen hier getroffen. Zerstöre zwei Indianerhütten. Warum? Das ist ja Sünde. Ist ja hier Krieg oder was? Na, guck mal, schon sehen wir hier ein bisschen mehr. Da ist noch ein Heini, der sich versteckt. Hier kommen wir noch nicht weiter. Ah, hier, unendlich Reichtum. Das heißt, wir können den Heini hier unten losschicken. Dann ist hier der Weg frei. Hier kann repariert werden. Dann müssen wir hier das Tor öffnen, den letzten Überlebenden rausholen. Aber das ist vielleicht ein bisschen blöd. Ich muss erstmal hier das Gold holen. Gibt es bestimmt noch eine Verständigung oder irgendeinen Stein, genau, Tempostein. Mehr Tempo. So. Dann müssen wir wieder nach oben laufen, würde ich sagen. Machen wir erstmal das Tor kaputt. Okay. Was hier schön ist. Das ist ja schick. Hier müssen wir Büsche kaputt machen, damit wir uns hier durchschlagen und den Topf kriegen. Ach nee, er schon wieder. Der hat es auch gleich auf Dings abgesehen. Noch ein Überlebender, den retten wir jetzt gleich. Eins zur Zeit. Jetzt bleiben wir erstmal hier. Ich meine, wir sehen sowieso, ne? Das sieht tatsächlich schon wieder aus. Ich bin echt nicht schnell genug, um hier das Level immer schneller als die KI zu erledigen. So, haben wir noch einen Verständigungsstein. Okay, jetzt wollen wir mit dem hier schnacken. Liegt ja auf dem Weg. Okay. Da hätten wir den siebten Überlebenden gerettet. Dann geht es jetzt ab zum Bootsführer. Gucken wir nochmal, wie sieht es aus, leveltechnisch. Na, der andere hat es gleich geschafft. Und ich weiß nicht, was uns noch fehlt. Ob wir vielleicht schon ein bisschen geschickt vorgearbeitet haben und auf einmal zack, zack haben wir es. Oder ob wir gleich noch immer zurückhängen. Mit zwei Sachen haben wir hier noch, so wie es aussieht. Der hier braucht viel Holz. Gebe 180 Gold, kriegt er jetzt. Und dann mache ich vom Acker. So, jetzt kommen wir zu ihm. Level 5 haben wir nämlich schon. Finde ein kopfförmiges Amulett. Haben wir es nicht schon gefunden? Holz, was zu futtern. Genau, wir sagen, das ist hier. Dafür brauchen wir 100 Holz, haben wir. Und da ist das kopfförmige Amulett. Wenn wir das schaffen, ist es vielleicht tatsächlich dann das Ziel. Könnten wir es noch schaffen vor dem Gegner? Es wird eng. Aha.
haben wir. Okay, danke. Hau ab. Wir haben keine Zeit. Nehmen wir das, gib mir das Teil hier. Und dann laufen wir hier schnell runter. Aber die Karte ist ja eigentlich, so wie es aussieht, komplett aufgedeckt. Komm, bitte, bitte. Gib Gas. Renn ein bisschen schneller. Du bist doch schon ein Tempoman hier. Das könnte, wenn das das letzte ist, dann schaffen wir es. Tada! Das Fragment eines alten Artefakts. Wenn du alle Teile gesammelt hast, wird ein neuer Weg freigeschaltet. Wow. Ganz, ganz knapp haben wir es geschafft. Gold. Sehr schön. Gut, liebe Leute. Das war dann Teil 2, Kapitel 1, kalte Steine. Wenn mich nicht alles täuscht, geht's am Montag weiter. Denn am Wochenende gibt es ja kein Adelantato. Wenn ich richtig in der Aufnahme vorausplanung bin, geht's am Montag dann weiter mit Kapitel 2, schnelle Strömung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Mit einem kleinen Like unterstütze mich. Und wenn ihr dabei bleibt, freue ich mich. Bis dann und tschüss.